The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Grüß mich dran, ganz herzlich willkommen. Montagabend, das ist die 110. Ausgabe von der Soccer Lounge, Stundenlang Soccertainment pur. Wir wollen reden über zwei Klubs, wir wollen über einen Club reden, wo der FC Basel hat bezwungen, über Lausanne Sport, und wir reden über einen Serienmeister, über den FC Basel. Das machen wir heute Abend eine Stunde lang mit folgenden Studiogästen. Wir haben von der Basler Zeitung den Marcel Rohr, der bei uns sein wird. Dann haben wir den Mario Lupo Cantaluppi. Und wir haben von Lausanne Sport Joel Geissmann, der bei uns Einsitz nehmen wird in dieser Runde. Zum allerersten Mal ist er da bei uns und wir schauen ihn schnell in Action ein bisschen an. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it's like. Willkommen vom FC Lausanne Sport, Joel Geissmann. Gut, Stefan. Oh, merci vielmals. Zur Musik von Imagine Dragons bringt er uns ein Trikot mit. Von Lausanne, schaut mal an, Original-Trikot Nummer 8, Geissmann. Wenn ihr das möchtet gewinnen, liket unsere Facebook-Seite, der Soccer Lounge. Wir tun uns selbstverständlich noch vom Schöller unterschreiben. Stellt ein Foto online stellen. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück das gewinnen, also auf Facebook-Seite der Soccer Lounge, wenn ihr die Chance wollt, wahrnehmen. Imagine Dragons. Ein bisschen untypisch. Viele kommen so mit der Hip-Hop-Schiene hier an. Ist das eher die Richtung, die dir zusagt? Nein, ich muss sagen, es ist eigentlich Zufall, dass ich das Lied genommen habe. Ich habe es im Radio gehört und habe ich gedacht, ja, es könnte passen zum Einlaufen. Und ja, dann habe ich das genommen. Bist du musikalisch vielseitig unterwegs? Schweizer Musik, Rock, Hip-Hop? Ja, eigentlich querbeet. Das, was mir gerade passt. Ja, vor allem auch Charts lasse ich viel. Wer ist Kabinett-DJ bei euch eigentlich? Der Cololli meistens. Was lädt auf? Ja, viele französische Lieder. Und ja, viel Hip-Hop auch. Aber er macht es gut, muss ich sagen. Wir wollen deine Wurzeln, deine Herkunft ergründen. In Häcklingen, wie sagt man? Häcklingen, wie sagt man? Häcklingen, ja. Häcklingen. Kaldenargo, aufgewachsen. Wie bist du aufgewachsen? Was für ein Elternhaus? Wie die Familie Geissmann? Wie? Ja, ich bin in einer Fußballerfamilie aufgewachsen. Mein Vater hat Fußball gespielt. Mein Grossvater hat den FC Häcklingen eigentlich gegründet, sozusagen. Er war lange Präsident, mittlerweile ist er Ehrenpräsident. Und er hat natürlich meinen Vater auch gefördert damals. Er hat auch bei Häcklingen gespielt. Und dann hat er natürlich auch ein gewisses Talent mitgebracht. Er hatte auch Angebote von anderen Vereinen gehabt, aber ja, früher war es natürlich noch etwas anders. Warst du noch clubtreu? Warst du noch clubtreu und da ist das Geschäft dann noch im Vordergrund gestanden. Und, ja. Also, seit du kannst denken, eigentlich war Fußball immer ein Thema bei eurer Familie? Ja, das ist so. Aber mein Vater hat mich auch nie irgendwie gezwungen zum Fußball zu spielen. Also, es hat Schulkollegen gehabt, die vor mir angefangen haben, Fußball zu spielen. Und ich bin eines Tages nach heimgekommen und dann habe ich gesagt, ja, wieso kann ich eigentlich nicht mal in das Training gehen? Und dann ist jetzt seinen Weg genommen. Stimmt das, dass du auf die Idee, Fußball, wo Kollegen hast, gehören, zusammen reden, was sie fähig sind zu machen? Ja, das ist so. Das war in einer grossen Pause in der Schule. Wir haben zusammen geredet, eben vom Training am Abend. Und dann habe ich das aufgesogen und habe daheim mal nachgefragt, wieso ich eigentlich nicht kann, mal hier mitmachen kann. Und mein Vater war natürlich dann begeistert. Wie war das parallel mit der Schule? War das nie ein Problem? Nein, das Problem war es nie. Ich habe eigentlich immer alles unter einen Hut gebracht. Ich bin mit 11 dann zum FCA gewechselt, in die Juniorabteilung. Und ja, habe dann meinen Weg so gemacht. Und dann auch mit Sportschule und Sportkantonsschule gewisse Schulungen gehabt, die immer Rücksicht genommen haben auf meinen Sport. Und,
Was für mich immer, oder für den, nein, immer kann ich nicht sagen, weil ich es noch nie gehört in einem Interview gesehen von dir, wo du bei uns hast gegeben. Du hast gesagt, du hast als Kind immer dein Zimmer aufgeräumt, freiwillig. Da läutet bei mir die Alarmglocke, das habe ich noch nie gehört. Also Gio freiwillig seine Bude aufräumen. Ja, das ist tatsächlich so. Also, meine Mutter hat mich nie auffordert, um das Zimmer aufräumen. Also ich habe das von alleine gemacht. Oder hast du einfach nie ein Ghetto gehabt? Ja, das ist, denke ich, beides. Ich hatte nie ein Ghetto, aber ich habe immer gerade etwas aufgeräumt, wenn etwas rumgelegen ist. Das ist irgendwie in meinen Genen, dass ich ein ordnungsliebender Mensch bin. Und, Dann musst du hier in der Fußballkabine Vögel überkommen, zum Teil, oder nicht? Nein, dann schaue ich einfach, dass mein Schäftchen aufgeräumt ist und der Rest interessiert mich nicht. Und jetzt, wenn du wohnst, auch aufgeräumt? Ja, das hat... Könnten wir jederzeit mit der Kamera zu dir kommen? Das ist immer picobello geputzt und aufgeräumt. Also bist jederzeit herzlich willkommen. Stark. Du liest viel. Welche Lektüre fasziniert dich am meisten? Biografien von berühmten Persönlichkeiten, vor allem mit 10 Fußballern, interessieren mich natürlich sehr. Momentan bin ich gerade die Biografie von Robert Enke am Lesen. Mhm. Ja, Persönlichkeiten interessieren mich vor allem. Ist es etwas, wo nehme ich auch Parallelen siehst mit anderen Sportlern, was die hier erlebt oder anderen Persönlichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann immer etwas mitnehmen, wenn man so gewisse Karrieren anschaut, wie die verlaufen sind, wie ein Mensch tickt, wie er mit gewissen Situationen umgegangen ist. Ich meine, im Sport gibt es immer Höchst und Tiefs und das kann man sicher immer etwas mitnehmen. Also wenn du eher die Leseratte bist, verbringst du weniger Zeit mit Serien schauen zum Beispiel, oder fasziniert dich das auch? Ja, das ist so. Ich bin gar nicht der Serientyp. Wenn ich denke, in unserer Mannschaft ist das immer wieder ein Thema, dass wieder die neueste Serie das Thema ist. Aber ich tue eigentlich lieber mal ein Buch lesen, statt den ganzen Tag Serien zu schauen. Ja, eigentlich ist es so wünschenswert, natürlich auch. Du möchtest studieren. Oder sagst du, irgendwann du willst vielleicht studieren? Weißt aber noch nicht was. Nein, das ist so. Vor 2 Jahren bin ich in die Super League gekommen und dann habe ich gesagt, jetzt tue ich mal nur auf die Karte Fußball setzen. Aber das Studium hatte ich eigentlich immer im Hinterkopf. Und ja, jetzt bin ich nicht mehr bei Thun, jetzt bin ich mittlerweile schon bei Lausanne. Aber ich denke, momentan weiß ich, wie der Karren läuft. Und im Sport weiß man nie, was passiert. Und ich denke, ein gewisser Ausgleich ist wichtig. Du hast natürlich auch als Profi, das haben wir andere Fußballer auch gesagt, es ist glaube ich, Minderheit von Fußballprofis, die noch Schulen macht oder Ausbildung macht parallel. Aber die was machen, sagen, man muss auch etwas anders gefordert sein. Und man hat relativ viel dann noch Freizeit, also muss etwas haben für den Kopf. Ja, das ist schon so. Ich brauche schon ein bisschen den Ausgleich. Und ich denke, als Fußball ist sicher die Generation auch extrem wichtig. Auch wenn man viel freie Zeitfeste hat, wo man nichts machen muss oder wo man frei hat, dann muss man sich trotzdem gut erholen, man muss in die Massage gehen. Man muss eben, sollst du gleich nicht stundenlang der Städte latschen, sag ja, ich mal. Das ist so. Aber eben, nichtsdestotrotz haben wir gleich gewisse Zeitfeste, die man zur Verfügung hat. Und darum bin ich jetzt intensiver am Schauen wegen meinem Studium. In welche Richtung könntest du dir vorstellen? Richtig. Ist es in der Jus oder? Ja, es ist richtig Wirtschaft. Sportmanagement bin ich jetzt intensiver am Schauen. Und das wird gut nebeneinander vorbeigehen, hast du das Gefühl? Ja, es gibt gewisse Angebote, wo man Fernstudium selber auswählen kann, in welcher Intensität man das macht. Und bin jetzt aber immer am Schauen. Was hast du das Gefühl, ist der Celestini ein Trainer, der das befürwortet wird? Es gibt ja auch Trainer oder Spieler, die sagen, der Trainer muss es nicht unbedingt wissen. Das wüsste ich jetzt gar nicht, aber... Ich denke, er ist auch ein intellektueller Typ. Also er war auch Mittelfeldspieler und er hat auch seine Ideen. Und ich denke nicht, dass er da etwas dagegen haben würde. Ich denke, solange du die Leistung bringst, kann er nichts dagegen haben. Der FC Hecklingen, wie du siehst, der hat also alles angefangen. Dann ist er weitergegangen in das Team Argo. Wie müssen wir uns das vorstellen, das Team Argo? Ist das so die beste vom Kanton vereint? In verschiedensten Jahrgängen. Also mittlerweile hat das Team Aargau, zu meiner Zeit, als ich dort gewechselt habe, war eigentlich noch der FC Aarau, war einfach die Junior-Abteilung vom FC Aarau. Und mittlerweile ist Baden, Wollo und Aarau, die zusammen das Team Aargau bilden. Und die besten Junioren spielen da in dem Team Aargau. Macht das Sinn in deinen Augen? Ja, ich denke schon. In jedem Kanton musst du irgendwie
eine Lösung finden, dass du die besten Junioren rausbringst oder dass du die besten Junioren optimal förderst. Und ich denke, das Team Aargau, das hat sicher ein grosses Potenzial. Und wahrscheinlich auch ein gewisser Konkurrenzkampf da ist. Es nützt dir, glaube ich, auch nichts, wenn du weißt, ich spiele eh immer. Von 12 Jahren bis U18 nicht gefordert ist. Ja, auf jeden Fall. Eben. Man lernt vor allem auch von früh auf, dass man immer Gas muss geben, wenn man immer die besten Mitspieler zu dem Zeitpunkt von seinem Jahrgang neben sich hat. Und ja, ich denke, das macht Sinn. Die Station hat dann erst gelaufen, das erste Spiel für FC Aarau. Hast du dann das Gefühl gehabt, so, jetzt klappt es, jetzt bin ich angekommen. Das ist mein Club für die nächsten paar Jahre. Gut, so weit habe ich gar nicht überlegt. Zuerst mal war es einfach mal ein Traum, überhaupt mal einen Einsatz zu haben in der ersten Mannschaft, in einem Profiverein. Und ja, nachher hat natürlich meine Karriere ein bisschen ins Stocken gekommen, aber unter dem Strich habe ich immer an meine Fähigkeiten geglaubt und habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich könnte es schaffen, in die Superliga und Profi zu werden. Aber es hat natürlich Geduld gebraucht mit der GC Baden, Wolle. Hast du die Geduld immer gehabt? Hast du die Coolness immer gehabt? Das Vertrauen, es kommt dir schon gut? Ich habe eigentlich gar nicht so weit überlegt. Ich wollte einfach Fußball spielen und meine Leistung bringen. Egal in welchem Verein, ob es in der ersten Liga ist, ob es in der Challenge League ist, ob es Superliga ist. Und ich habe gewusst, wenn ich Spass am Fußball habe und meine Leistung bringe, dann kann ich immer irgendwo eine Tür aufgehen. Und so ist es dann Step by Step gekommen. Obwohl es natürlich das Ding war, das dank der Leistung dort, die zum FC Thun hast können. Mit defensiven Aufgaben bist du beschäftigt, mit dem Hediger. Auf dem 6. gespielt. Aber etwas, wo man immer das Gefühl hat, wenn man dir zulässt oder interliest, die 6er-Position, das ist nicht deine grosse Liebe. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Also ich habe immer gesagt, ich kann 6, 8 oder 10 spielen. Ich bin eigentlich flexibel einsetzbar im Mittelfeld. Ja, mittlerweile spiele ich sogar ein bisschen aussen sogar in diesem neuen System. Aber wie gesagt, ich bin flexibel einsetzbar. Und, ich denke, ich habe defensive und offensive Qualitäten für diese drei Positionen. Der Wechsel von Thun zu Lausanne ist sehr überraschend gekommen, als das kommuniziert wurde. Gar nicht falsch, Irana, wenn ich sage, diesen Wechsel hast du auch ein bisschen gesucht. Weil du nicht mehr zum Spielen gekommen bist, du nicht mehr zufrieden gewesen zu tun. Gut, in der Rückrunde ist sicher nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei Ende der Rückrunde habe ich gleich wieder meine 4 Spiele gemacht, habe 2 Goal geschossen. Und dann hat man natürlich ein bisschen Euphorie und hat dann gleich ein positives Gefühl nach dieser Saison. Und ich hatte dann auch ein Gespräch mit dem Trainer und es hat geheißen, es sei alles offen. Also der Konkurrenzkampf ist offen und ich habe meine Chance zum Stammspieler werden in der neuen Saison. Ich bin auch top motiviert in die Vorbereitung eingestiegen. Aber eben, es hat sich von Anfang an abzeichnet, dass ich nicht wieder in der ersten Elf sein werde, egal was für Leistung ich zeige. Und ja, dann haben wir natürlich eine Lösung suchen, weil ich bin definitiv nicht der Typ, der dann einfach auf der Bank kocht und das so hinnimmt. Mit der Rolle des Reservisten Content wollte ich nicht leben. Ich habe höhere Ansprüche und Ziele, also musste ich etwas unternehmen. Könntest du einfach sagen, wenn du weißt, ich bin gut genug, dann setzt du dich doch eben, wie sagen Spieler so schön, es liegt an mir, mich im Training aufzudrängen. Also du hast, das hast jetzt so, egal welche Leistung sie bringen, hast du das Gefühl, die Tür ist einfach zu. Ja, ich hatte den Eindruck, es war wirklich so. Also, sonst hätte ich den Wechsel nicht wollen. Also, ich sagt wirklich... man ja immer, hey, setz dich durch, erkämpf dir den Platz und zeig allen, wie gut du bist. Das habe ich gemacht, das habe ich echt gemacht. Also, ich bin echt nicht der Typ, der irgendwie gross redet. Ich bin, wenn ich etwas sage, dann mache ich es auch. Oder dann habe ich auch Leistung gebracht. Und der Marc Schneider hat mir das damals auch bestätigt. Er hat gesagt, ich habe sogar noch eine Scheibe draufgelegt in dieser Vorbereitung. Und, ja, so war es. Was echt die richtige Reaktion ist, absolut. Ja. Dann wechselst du zu Lausanne, hast du gewusst, der Celestini der will mich. Hast du gewusst, der findest du einen neuen Club? Ja, das ist natürlich noch relativ schnell gegangen nachher. Aber als ich ihn das erste Mal am Telefon gehe, habe ich das gespürt, dass er mich will und dass er auch eine Philosophie vom Fußball pflegt, wo mir auch entspricht. Mhm. Er ist ein Typ, der Fußball spielen will. Und, ja, es hat eigentlich von Anfang an hatte ich ein gutes Gefühl mit ihm als Trainer. Und wie tust du das Gefühlsding, wie tust du da abwägen, auf was los ist? Der Trainer kann dir am Telefon natürlich lauter schöne Sachen erzählen. Weißt du, was ich meine? Auf was achtest du, wie ein Trainer, der dich mit dir redet?
Ja, schlussendlich ist es immer noch ein Risiko, wenn man einen Wechsel vollzieht. Ich meine, in Thun hatte ich meinen Unfall, bin ich zufrieden gewesen, aber schlussendlich ist es das Bauchgefühl, das entscheidet. Und ich habe eben, wie gesagt, von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt und heute hocke ich da und bin eigentlich zufrieden, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Hättet ihr auch gesehen, welche Position er für dich vorgesehen hat? Eben ein bisschen die offensive Position. Gut, Anfang der Saison haben wir noch ein bisschen anders gespielt, aber er hat gesagt, ich bin im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Er hat gesagt, 6-8-10, also hat meine Vorstellung entsprochen. Wie war das Einleben in Lausanne? Kann man vorstellen, das ist schon ein bisschen eine andere Welt als im Berner Oberland? Ja, es war wirklich so, vom einen auf den anderen Tag ist man eigentlich einfach von Thun auf Lausanne gegangen und nachher ja, die Sprache hat gewechselt. Und eine andere Mentalität. Und ja, es ist schon speziell am Anfang, aber ich muss sagen, ich habe mich trotz allem gleich relativ schnell eingelebt. Weil ich einfach unbedingt Fußball spielen und wieder meine Leistungen bringen. Mentalität ist eine andere. Das heisst, das Training ist im 10, ist vielleicht im 5 ab. Oder? Was ist der grösste Unterschied? Wo ja, das hat etwas. Also mit der Pünktlichkeit nehmen sie das nicht so genau. Nicht einfach ein Vorurteil, das ist so. In der Deutschschweiz ist es so etwas anders. Wenn du 2 Minuten spät bist, bist du spät. In der Weltschweiz. Du zahlst, hä? In der Deutschschweiz zahlst du 2 Minuten spät. Es ist einfach alles ein bisschen lockerer und es wird nicht alles gerade ernst genommen. Aber es ist halt die Mentalität. Aber ist eine andere Lebensfreude auch mal? Lebensfreude würde ich nicht sagen, nein. Aber einfach so ein bisschen leger, wo. Aber ja, leger. Muss ja nicht zwangsläufig heissen, gerade im Spitzensport, dass es überall legerer geht. Also es ist schon streng. Nein, es ist schon auch streng. Aber eben, es sind eigentlich Details, die ein bisschen anders sind. Aber schlussendlich ist es auch ein Fußballverein, der ambitioniert ist. Bist du zufrieden bis jetzt, wie es läuft? 5 Goal erst mittlerweile? Ja, ich bin zufrieden bis jetzt mit der Vorrunde. So kann es weitergehen. Und wo führt der Weg noch her vom Schölgeismann? Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich nehme Spiel für Spiel und will mich natürlich immer weiterentwickeln. Aber der Traum Ausland lebt schon hier, nehme ich an. Ja, das ist so. 24, 10 Jahre ist nicht mehr Zeit zum Wechseln, oder? Also bist du auch nicht der 18-jährige Youngster. Was wäre so eine Traumliga für dich? Bundesliga. Ein Favoritenclub? Bayern München. Wirklich? Ja. Wir müssen reden. Zuerst machen wir aber schnell eine kurze Pause. Joel Geismann bei uns in der Soccer Lounge. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Papi, können wir wieder mal am Fuss... Kommt's Klosi auch? Ihr Instinkt ist Freebie Win bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. Freebie Win. Du, und wenn gar mehr eigentlich wieder mal anders kommt? Wenn ich gesund bleibe und alles gut läuft, dann sieht es sicher gut aus. Aber Hand umgekehrt, Skicross kann alles passieren. Du kannst der Top-Favorit am Start sein und es kann in der ersten Runde schon vorbei sein. Also von dem her darfst du dich nicht auf das zurücklehnen. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen.
Soccer Lounge mit dem Fragebuch, wo 600 Fragen drin sind. Der Joel Geissmann muss sich nur 3 davon anhören. Thema Ihre Familie. Etwas, das Sie an Ihrer Mutter stellen. Dass sie raucht. Wie probiert aufzuhören? Vater auch nicht? Vater auch nicht, nein. Haben Sie schon mal einmal einen Partnervermittlungsdienst ausprobiert? Nein, habe ich nie gemacht. Nie? Ne? Friendship, ja. Parship, Tinder? Gar nie. Gut. Womit denken Sie? Kopf, Herz, Bauch? Weiter unter. Bauch. Immer? Immer, ja. Immer und überall. Der Mann weiss, was er will im Leben. Die anderen zwei wollen jetzt auch. Kommen auch. Marcel Rohr, herzlich willkommen von der Basel-Zeitung. Und der Mario Lupo Cantalupi, Trainer von Delémont. Schön, du kannst eins rüberrutschen. Wir begrüßen höheren Besuch, Herr Rohr. Ciao, Marcel. Herr Cantalupi. Ciao, Mario. Lupo, 8. Platz mit Delémont. Ja. Es ist schon Winterpause, gell? Ja. Wir machen ein bisschen Glück. Das ist der Vorteil, wenn du im Amateurliga bist. Wie bist du zufrieden mit der Vorrunde? Dort, wo wir sind, so solala, ist okay. Sag noch da, super Einstand, ne, Lupo. Wirklich toll. Das ist doch kein Kritik, Lupo. Das ist doch nur eine Ahnung, Lupo. Damino. Marcel, schön, bist du wieder mal da. Freut mich auch. Wie geht es dir so? Aufregende Woche gehabt. Einer der grössten Sieger erlebt wieder in der Geschichte des FCB. Hast du ein Langtrikot gekauft? Oder? Das habe ich schon lange daheim. Oh! Nein. Schau mal, wenn man gute Sachen sagt. Also aufregende Zeit im Fußball. Es passiert viel. Spannend auf allen Ebenen. Freut mich. Ich finde es toll. Ja, darüber wollen wir reden. Auch über deine grossige, unbändige Liebe zum Raphael Wicki. Du liebst Raphael Wicki und seine Arbeit. Reden wir zuerst über Lausanne. Joel, das Spiel gestern gegen FC Zürich. Ja, jetzt kommt natürlich der FC Zürich, sagt endlich wieder mal gewonnen. Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wäre, wieder wären die Führung gegangen. Ja, das ist dann so. Läuft der Match. Anders. Er hat die Chance gehabt, du hast leider nicht können. Er liebt das Ding. Wir nehmen es mal weg. Abschlusstraining ist die Blende. Ja. Nein, wir nehmen das Gerät dann dir weg nach der Pause. Was ist passiert im Abschlusstraining? Ich habe so eine Rotationsbewegung gemacht und dann hat es mir in den Adduktoren ein bisschen eins gezwickt. Wie lange geht die Geschichte? Es ist eine kleine Zerrung, ist jetzt heute Morgen rausgekommen im Ultraschall. Ja, und jetzt muss jeden Tag schauen. Ich konnte zwar schon wieder ein bisschen joggen. Und das Ziel ist, dass ich gegen Basel wieder spielen kann am Samstag. Aber ich muss jetzt Schritt für Schritt schauen. Schritt für Schritt schauen drücken wir normalerweise. Tue nicht inflationär. Danny. Also gegen Zürich. Nein, es ist wirklich, es tönt auch nachher flossig. Aber wenn ihr das 1 noch schiessen, 4 gegen 1 Situation, und sogar Zürich-Spieler haben dann gesagt, jetzt haben wir das Gefühl, Schlatti, dann verliert ihr den Match wahrscheinlich nicht. Alleine mit zum Fenster raus. Nein, das würde ich auch sagen. Also der Ball muss rein dort. Das ist eine 5-gegen-1-Situation. Wenn wir 1-0 in Führung gehen, denken wir, machen wir defensiv noch mehr zu. Und nachher würden wir wahrscheinlich den Match vielleicht noch 2-3-0 gewinnen mit einem Konter. Eine Serie von 7 Spielen, wo sie ungeschlagen waren. Jetzt die letzten Spiele 2 Punkte geholt von 12. Thun, GC und Zürich. Lupo, das sind auch Mannschaften. GC und Zürich, die du aus Lausanne auch verlieren. Ja, absolut. Man muss ja immer noch ein bisschen schauen, wer die Gegner waren. Ja. Und auswärts. Das ist immer so ein Thema. Ja, aber auswärts sind sie besser. Ja, gut, sie haben auch die Heimat diese Stimmung abgesehen. Ja, und ein Match geht in einem Jahr oder so. Oder? Nein, ich habe es vorher am Schuh. Hurra, das ganze Dorf ist da, Mensch. Nein, ich habe Joel wirklich gesagt, ich habe es auch als Fußballer gehasst in Lausanne spielen. Also erstens haben sie mit uns auseinandergenommen. Das war die Atommannschaft mit dem Joel Sprigi als Trainer. Mit Ren, Celestini und die haben uns kaputt gemacht. Das habe ich gehasst. Und dann hat die Atmosphäre im Stadion. Ja, da bist du. Und als Journalist hasst man es auch. Es ist das älteste Stadion auf der Schweiz, von dem huren See unten rauf. Zieht das dort immer so von unten unter den Rock. Nein, es ist also, wirklich. Es ist also, ich bin immer wahnsinnig gerne der Leichtathletik. Nein, aber ist es so schlimm, das Stadion? Finde ich jetzt nicht. Ich finde, das ist noch so ein bisschen, für mich ist Sport dort noch so ein bisschen Fußballromantik. Hä? Dann bist du kein Romantiker. Ich kann es so oder so anschauen.
Aber jetzt kommt ja das neue Stadion. Also, ich denke, denen wird es vielleicht ein bisschen mehr Leute geben. Warum seid ihr daheim eigentlich schlechter als auswärts? Hat das Gründe? Weil du auswärts Spiel nicht musst machen? Nein, wir probieren manchmal daheim die gleiche Philosophie durchzuziehen. Spiel, ja. Schwierig zu sagen. Marcel, die 7 Matches ohne Niederlage. Was hast du denn gedacht über FC Lausanne? Das Buch? Was mich ein erstaunt oder was ich auch toll finde, ist, dass man in all dieser Zeit immer am Trainer festhält. Das zeigt, dass der offenbar einfach einen guten Job macht. Er hat auch, muss mich korrigieren, haben auch mal das System umgestellt. Also er hat lange mit 3 gespielt, dann sind er mal auf 4 gegangen. Da hat man auch gesehen, also der Trainer ist auch ein bisschen flexibel. Offenbar ist das nötig gewesen, dass man ein anpasst, das System. Und ich muss ehrlich sagen, sie überraschen mich immer wieder. Also wenn eine Mannschaft in Basel geht, wenn eine Mannschaft in St. Gallen geht, einfach immer wieder mal punktet, dann habe ich einfach das Gefühl, es ist etwas da, wo man sich alle daran festhalten können. Und das finde ich sehr positiv. Ist bei euch entscheidend, wie du noch, wo du bist, das Kollektiv? Ja, nicht so extrem wie jetzt tun, aber schlussendlich, ja, es ist schon so, wenn wir den Turnaround geschafft haben, haben wir gewusst, wir müssen mehr ein Team sein. Und ab dem Turnaround sind wir mehr ein Team gewesen. Und, wie war das? Das war nach dem Turnmatch, was? Runde 5, fing ich dort um. Das war 1-1 gegen GC, daheim. Wo dann die Serie. Was hat der Trainer gesagt? Oder die Serie sind gestartet? Gut, wenn man im Schießtreck ist, geht es zuerst mal um grundlegende Sachen. Eben, dass man die Einstellung an den Tag legt, dass man kämpft und eben, dass man als Team probiert. Immer wieder das Gleiche sagen. Zu harmonieren und als Team probiert, irgendwie die Punkte zu holen. Und, jedes Training. Ja, das ist die erste. Oh, welche Liga. Erste aber das sagen Sie, das ist eigentlich schon noch faszinierend. Wir reden hier von Profifußball. Das sind Sachen, die. Eben, er muss es auch auf Amateurstufe. Er sagt sie jedem Training, aber er muss es bei den Profis auch offenbar jeden Tag sagen. Memorisieren, das sind ja alles Menschen, ob jetzt Profi oder Amateur. Das ist es auch. Es ist Memorisieren. Du musst immer wieder auch Basis vom Schieben oder Absichern. Ja. Vergessen ein paar. Es ist alles normal. Und du als Trainer sagst ja, wenn ich eine Suppe liege, dann weißt du schon. Nein, du musst es jedes Mal wieder zeigen. Ist schon interessant. Also von Theorie her und auch von Übung auf dem Platz. Basics. Aber sie probieren jetzt nie nur, also binnen geht es für die Wahrnehmung von außen nie einfach nur rein über den Kampf. Also es ist nicht so die Kampfsäue, sage ich. Sondern es ist immer so, wie probiert, eine spielerische Lösung zu finden. Klingt vielleicht nicht immer, oder? Aber das spricht ja ein Stück weit schon auch für den Trainer, oder? Also ja, auf jeden Fall. Eben, der Celestini ist ein Typ, der immer seine Philosophie durchziehen will. Klar, jetzt hat das System etwas angepasst. Wir mussten Punkte holen und wir haben defensiv probiert, kompakter zu stehen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir immer noch Fußball spielen, wenn wir den Ball nicht so viel haben wie der Gegner vielleicht. Wir wollen immer hinaus spielen, wenn es geht. Wir wollen gepflegten Fußball spielen. Er hat das auch immer wieder gesagt. Einfach Bauführer schlagen, das gäbe es bei ihm nicht. Er will, egal wie der Gegner heisst, er will die spielerische Lösung. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist absolut löblich. Wenn du aber eine miese Saisonstart herleihst, sind die Stimmen laut geworden, hey, jetzt bist du mal ein bisschen flexibel und spiel vielleicht auch mal halt nicht so schön. Am Anfang hat es sensationell gemacht, als sie aufgestiegen sind. Hat ja jeder geschwärmt. Also wirklich, in Sion haben sie dann noch gewonnen und gespielt. Der Custodio steht dann dabei, gell? Custodio, gell? Das ist der Keyplayer gewesen, 21, 22-jährig. Und dann haben sie rausgespielt. Schlussendlich, irgendwann passen sich die anderen auch an. Wir können ja Videoanalyse und alles machen. Irgendwann haben sie gewusst, Celestini spielt ihnen raus. Egal was passiert. Ja. Ist gut, aber ist durchsichtig. Du weißt genau, was er spielt. Was und darum hat er sich auch angepasst. In St. Gallen, wo sie gewinnen, den Match habe ich gesehen. Musst du als Trainer. Dort haben sie super verteidigt. Musst du als Trainer schwer über die Schatten springen? Celestini, ja. Das sehe ich schon. Jetzt musst du etwas ändern. Aber du musst natürlich auch im Spielermaterial anschauen. Kann Celestini, bin er jetzt nicht gegen euch, wirklich. Celestini, Spieler mit noch mehr Qualitäten. Celestini, jetzt, egal, ich sage jetzt mal FC Basel oder mit mehr Qualität, IB. Ich schwöre, Celestini wird dort mit der Zeit gar nicht mehr müssen an der Linie sagen, weil qualitativ findet die immer wieder Lösungen, die Spieler. Qualitativ, jetzt nicht böse, Joel, gell? Sehr löblich, aber du siehst, das spielst halt auch mal ein bisschen weniger schön, dafür hast du Punkte. Ja, das war das Ziel. Das ist dem schlussendlich wichtiger. Ja, im Fußball geht es schlussendlich um das Resultat. Ich meine, die den Match nicht sehen, die schauen das Resultat an und sehen, 3-0, 4-0 gewonnen in St. Gallen. Und dann ist es wichtiger.
Was geht er oder so ein Match wie Basel Lausanne, da reden wir auch darüber, gegen Basel immer gut ausgesehen, wenn er auswärts Basel putzt. Was ist das für ein Gefühl? Ja, super Gefühl natürlich. Es gibt natürlich gerade noch eins mehr Selbstvertrauen als im anderen Sieg. Und dann also auswärts. Laufst du dann auch durch die Senftube zu Basel? Mit Basel gegen ManU nachher. So, top motiviert. Ja. Das Spiel von Lausanne ist in Basel zu gewinnen. Pff. Genau das Gleiche. Ja, aber Basel hat ja ein bisschen den Nimbus verloren vom Unschlagbaren. Ich sage dem ja gerne den Federer-Effekt. Weil früher hast du in die Hose gemacht, schon in der Kabine und mittlerweile weißt du, die kannst putzen. Das sind vom guten Weg. Du kannst putzen, aber du kannst sie schlagen. Wenn du dich an ein paar Parameter hältst, kannst du sie schlagen. Was ist der Celestini? Was ist das so für ein Typ? Der größte Grabe ist wahrscheinlich schon, dass der deutsch-schweizer Medien nicht mehr, nicht größere Geschichten über ihn geschrieben werden. Wäre wahrscheinlich anders, wenn er in einem deutsch-schweizer Club. Was ist das für ein? Ich habe das Gefühl, niemand kennt ihn richtig gut. Wie nicht so gut Deutsch. Einerseits ist er ein relativ kollegialer Typ, er ist nahe bei der Mannschaft, aber auf der anderen Seite hat er auch sehr viel Autorität. Also, es ist nicht so, dass ihn irgendjemand nicht ernst nehmen kann. So. Mhm. Und ja, sonst im Training, er ist sehr diszipliniert, er ist sehr detailversessen. Also, wenn ihm irgendetwas nicht passt, geht er sofort zum Spieler, tut mit ihm reden und sagt, du musst da und da machen. Also, er schaut auf Details und wenn es irgendwie noch nicht so geht, wie er will, dann kann es auch mal sein, dass wir 3 Stunden trainieren oder 3 Stunden die gleiche Taktikübung machen. Wir haben auf einen 3 gewartet mit einem Spieler bei euch, der Theorie nach dem Training, glaube ich, über eine Stunde letzte Saison, aber es war noch nicht der, war, hat er einfach Theorie noch gemacht nach dem Training. Also der ist unberechenbar. Ja, das ist so. Er hat seine Ideen, er weiß ganz genau, was für einen Fußball er spielen will. Und er will das möglichst gute Spieler rüberbringen und dass sie ja, dass auch in Fleisch und Blut übergeht. Ist er geduldig oder ein Vulkan? Kann beides sein. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass er dass die deutsch-schweizer Medien ihn nicht. Es ist nicht der größte Grab. Ich sehe das genau umgekehrt. Ich glaube, er kann mit der Deutschschweiz nicht viel anfangen. So wie ich das wahrnehme. Ist er darum nicht zu euch auf Basel gekommen? Das war nie ein Thema. Nie. Weil das wissen sie auch in Basel. Er ist schon eher frankophon. Er ist Frankreich orientiert. Er hat dort auch Trois und so. Genau. Also es ist nicht so, dass er zu wenig interessant wäre, das ist, nein, sondern dass er nicht will. Das ist eher die Geschichte. Ja. Es läuft eher auf dieser Schiene. Das, so wie ich das mir erzählt worden ist. Ja. So läuft das. Heisst aber nicht, dass er nicht ein guter Trainer ist. Überhaupt im Gegenteil. Oder? Man ist ein toller Spieler gewesen. Ja, das ist halt auch immer. Ja. Ich meine, das ist. Das, was du sagst, Lupo. Wie er spielen will. Sehen wir übrigens all seine Spiele, die er mit Lausanne gemacht hat. 106, 41 davon hat er gewonnen. Und Punkteschnitt von knapp 1,4. So wie er spielen will, diese Prägung ist wahrscheinlich aus seiner Zeit als Spieler. Ich nehme auch an, dass er taktisch ist, wenn sie 10 gegen 10 spielen, dass er wahrscheinlich auch mehrheitlich abpfifft zum Teil und Lösungen anbringt. Und wenn ihm etwas nicht passt, so ein Favre-Typ, ja, aber beim Favre, was du das sagst, beim Favre hat man häufig oder hört man, dass der so detailversessen ist, dass der Spieler kann überfordern kann. Am Anfang hat mich einen in Wiel gehabt, der Dams, der mit ihm bei Gladbach war. Und die Spieler haben dann am Anfang nicht mögen den Favre, weil er ihm abpfiffen hat. Alle 5-10 Sekunden, stopp. Bis er irgendwann gemerkt hat, dass er ja Sinn, was er sagt. Und dann klappt. Aber du brauchst halt auch ein bisschen Zeit. Aber auch taktisch. Also eben Favre oder Celestini. Ist das so einer, der dich an den Rand bringen kann von Aufnahmefähigkeit, der dich fast überfordert? Ja, es gibt sicher das eine oder andere Training. Du denkst, jetzt machen wir die Übung schon gefühlt in 3 Stunden. Aber scheinbar klappt es aber immer noch nie, was er macht, oder? Ja, er ist halt so, er will alles in Perfektion, wenn er etwas im Kopf hat. Und mit Zeit gewöhnst du dich daran. Aber schlussendlich ist es auch nur für den Erfolg des Teams. Was, glaube ich, als Trainer auch nicht darf sein, ist nachtragend. Fehler, die eine junge Mannschaft macht. Weil 3-4 Tage später ist das nächste Match. Du darfst vor allem nie den Menschen kritisieren, sondern einfach, du musst den Fußballer anschauen, was der Fußballer gibt. Oder? Und du musst aber der Fußballer ist automatisch der Mensch. Natürlich, aber du musst halt eben als Mensch musst ihn verstehen, wenn er mal eben nicht seine Leistung bringen kann, wenn er private Probleme hat oder wenn er krank war oder irgend so. Aber du darfst eigentlich immer nur den Fußballer kritisieren und nie den Menschen. Oder? Das ist ja ganz wichtig, dass man das eigentlich einhalten. Oder? Und da braucht es eine gewisse Umgangsform und so. Aber das Wichtigste ist, Entscheidungen machen wir alle falsche. Zum Teil. Für mich als Training ist wichtig, wie du reagierst. Das ist wichtig. Ballverlust, dass du wieder drauf gehst oder Körperhaltung oder egal. Das ist für mich wichtig. Und sagst du den Spieler an? Sagst du den Spieler, den Match hast du verkackt, vielleicht auch mal. Egal, Körperhaltung. Das war mein Fehler. Ich sag. Du musst vor den Spieler auch Fehler eingestellt. Sicher.
Du gönnst als Trainer am Format, wenn du das machst. Du darfst nicht verlieren. Im Gegenteil, es wird dir ja hoch angerechnet. Das ist überall in der Gesellschaft so, wenn man Fehler zugibt. Wenn die Mannschaft nicht parat ist am Anfang des Spiels oder nach der Pause, das zweite Mal, ja, dann kannst du dich nicht mal der Mannschaft geschuldet. Stopp mal. Machst du mal schnell eine Selbstreflexion. Warum ist die Mannschaft nicht parat? Das ist ja nur die Mannschaft. Das hast du nicht mitgegeben, oder? Dann stimmt etwas nicht. Ja. Ist es etwas, das geändert hat? Ist der Krieg gross so einer gewesen? Mario, das ist mein Fan. Das ist eine andere Generation. Neue Trainergeneration. Aber dort haben wir auch nicht gewagt, irgendwie zu denken, er macht etwas falsch. Weil er ist dort und hat das natürlich. Andere Autoritäten waren auch irgendwie. Jetzt ist Joel, ist doch keine Kritik. Ja. Fußballspiel unter einem Celestini Faggi gehört man. Und man das, was du ansprichst, empfinde ich auch so, wenn man denen langsam zuschaut, das macht Spass. Ja, sie probieren es einfach. Oder? Sie kommen ja, sie werden. Das ist ja immer toll, wenn eine Mannschaft probiert auf die spielerische Art. Ja, nur, manchmal kann man halt ein bisschen Schönheit. Das, was sie killt zum Teil. Das killt sie eben auch. Eben, manchmal sterben sie auch ein bisschen auf die Schönheit. Weil du den Drang einen Punkt gibst, ja, her. Ja, genau. Wegen dem. Ja, das ist so. Aber eben, seit dem ersten Spieltag will er seine Philosophie durchziehen. Und, Was mich jetzt aber interessiert, ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen in der Sonntagspresse, in der Sonntagszeitung, die neuen Geldgeber, die kommen, oder? Neue Firma, wie sehr sind die da involviert? Wissen ihr das? Kennen ihr die Leute? Die sind wahnsinnig vermögend. Und jetzt kommt das neue Stadion, jetzt gibt es ja die Pläne und so. Wie ist das irgendwie? Erzeugt das bei euch eine Aufbruchstimmung? Spürt ihr das? Aufbruchstimmung nicht. Also der Präsident ist in die Kabine gekommen und hat sich vorgestellt. Und muss sagen, es hat eigentlich alles authentisch tönt und nicht, dass er einfach irgendwie ein bisschen erzählt. Aber gut, in der Schweiz ist natürlich. Wie sprönt, hä? Von dem Erfahrungswert her ist man halt skeptisch mit ausländischen Investoren. Ja. Aber die Investoren sind ja schon im Eishockey-Club dabei. Mhm. Von dort her hat man schon gewisse Ansatzpunkte. Aber das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also, das muss jetzt dort kommen, oder? Jetzt müssen wir das. Aber man ist kritisch natürlich aufgrund dessen, was alles. Aber das ist jetzt alles der entscheidende Punkt. Tut sich das motivieren? Ich denke, als Spieler, wenn ich weiss, dass. Ich nehme jetzt an, dass das ganz gesunde Leute sind. Ist doch cool. Neues Stadion. Klar, ist ein Schritt vor. Das Geld ist auch sicher. Oder auf jeder Ebene. Oder das mit dem Trainer. Und dann kann man vielleicht noch mal in die Mannschaft investieren. Als der nächste cool, Schritt kannst du machen. Wobei, mit dem Trainer sagen wir in dieser Runde ja. Es gibt natürlich andere, die sagen, Lausanne ja, aber nicht mit dem Trainer. The Better Original. Oui, bonsoir zusammen. Hier ist Bernard Chaland. Ich bin Fußballtrainer und immer auf die Suche nach einem neuen Job, c'est clair. Ich bin Scout bei Basel, aber ich würde gerne wieder arbeiten in die Romandie. Hein. Ich war in Saint-Imier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Servette oder Neuchâtel. Hein. Also, es fehlt noch ein großer Club in die welche Land. Hein. Ja, die Team von Celestini, sie hat alles richtig gemacht gegen die FCZ. Hein. Sie hatten keine Chance, bravo. Hein? Und die nächste Niederlage gegen Basel, das kommt auch, c'est clair. Hein? Es heißt für mich, nach der Niederlage gegen Lugano und gegen Zürich, ich muss bereit sein. Hein? Ich muss bereit sein, c'est clair. Hein? Aber Bernard, er ist immer bereit. Hein? Das ist klar. The Better Original. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Thursday on SportalHD.com. Sie haben also bei den 4 Jahren hast du immer so aufs halbe Feld gespielt, aber in Breite. Und dann, wir haben von der Mittellinie schon oben gekommen. Das hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, Trainer, gib mir mal die Händchen. Ich gehe mal ins Goal und probiere es mal. Ja, verlieren tun wir so oder so. Und jetzt schauen wir mal. Soccer Inside, presented by Raiffeisen. Every Thursday at 12:15 on We Love Football and SportalHD.com. Ihr Instinkt ist Freebie-Win bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5.000 Franken gewinnen. Freebie-Win.
oder 20? Papi, gehen wir wieder mal am Fuss. Kommt's groß ja Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Der Soccer Lounge mit dem Joel Geissmann vom FC Lausanne-Sport, mit dem Marcel Roro, mit dem Lupo Cantaluppi. Bevor wir euch zwei von der Leine lassen, insbesondere den Marcel Roro, gegen Basel zu spielen. Wie ist es gegen Basel zu spielen? Ja. Es ist besonders, außer dass man natürlich top motiviert ist, klar. Es ist die Hauptschwierigkeit. Ja, Basel ist immer noch der Liga-Krösus. Und man ist natürlich vielleicht Spur mehr motiviert als gegen andere Mannschaften. Und ja. Am Samstag wird sicher ein schwieriges Spiel für uns. Aber wir haben gute Erinnerungen an Basel. Wir konnten letztes Mal gewinnen, das erste Spiel. Und wir werden am Samstag wieder etwas mitnehmen. Wo letzte Saison? Lausanne. Zwei, drei Mal die Hang schon am Sieg, wo Basel last minute zweimal gewonnen. Haben sie dann noch später besser gemacht? Also sie haben auch eine Entwicklung gemacht. Obwohl jetzt ist natürlich, Basel lässt sich das nicht zweimal. Gell? Das ist schon mal das Erste, was sie sagen. Einmal ja, aber sicher kein zweites Mal. Marcel, ich habe mir etwas ausgedacht. Okay. Ich wäre wahnsinnig froh, wenn man das Kartenhaus nicht einreisen würde. Der FC Basel in der Entwicklung von dieser Saison. Ja. Könnt ihr mir folgen? So in der Entwicklung von dieser Saison, die ein bisschen gegen geht. Zusammenhängend mit den Youngsters, mit Oberlin, mit einem Item, der man zurückgeht, mit einem Ayeti, ist für mich sinnbildlich für das Spiel jetzt gegen Luzern. Betriebsunfall, man kommt noch eins in Rückstand, dumm gelaufen. Und dann machen Oberlin, Eton, die Youngsters. Ein symptomatisch für die Saison, die Youngsters machen den Unterschied. Ja, kann man durchaus so sehen. Wobei ich würde jetzt noch nicht sagen, dass der FCB so wirklich derart stabil ist, dass sie jetzt einfach singen mit Singen und Pfeifen dann irgendwann mal an IB vorbeiziehen und Meister werden. Für mich ist ganz klar IB das Nummer 1 in dieser Saison. Ich finde sie, wenn du gesagt hast, Liga-Krösus, dann meinst du auf die letzte Zeitspanne, ist okay. Und die Organisation. Aber ich meine, gerade jetzt wieder, wie IBG ist, der Match gewonnen in Lugano. Der Match hat die letzte Saison nicht gewonnen. Und sie hatten vor zwei Wochen nicht gewonnen gegen den FCZ daheim. Und das ist eine Entwicklung, die ich bei IB sehe. Bei Basel ist es eine gute Tendenz. Aber sie haben immer wieder Matches drin, die zum Teil miserabel sind. Also 0-0 GC, 0-0 FCZ auf dem letzten Grund. Daheim verloren gegen Lugano, unentschieden gespielt und. Also ich bin nicht sicher, ob sie es jetzt noch an IB vorbeiziehen können. Ich glaube, das Jahr sicher nicht mehr. Aber europäisch, wo man ja den kompletten Sangesgesicht sieht vom FC Basel, wo eben der FC Basel wieder stattfindet, wie man das nicht kennt. Es sind auch alle Spieler, die die Erfahrung auch mitbringen. Schon, gell? Die Doppelbelastung, die Champions League. Und dann ist wirklich der Krösus gekommen, Manchester United. Und dann haben sie natürlich die zweite Halbzeit gespielt. Ja, aber Lupo, warum spielt man den europäisch? So gut das kann man nicht erklären. Das ist genau das. Das ist gleich wie es ist ein Stückchen. Es sind einfach Spiele des Lebens. Also jetzt Basel ist schön, aber Manchester United, José Mourinho nebendran, Situation, volles Stadion. Ja gut, aber weißt, also ich bin in dem Stadion gehockt, ich habe zur Pause meinen Kollegen gesagt, ich mag mich nicht erinnern, wenn der FC Basel so derart an der Nase geführt worden ist. Die sind unten durch, die haben nicht einmal aufs Goal geschossen. Die das haben keinen Stich. Es könnte problemlos 3-0 sein. Oder? Aber? Und ich hätte Monatslöhne darauf gewettet, dass der FC Basel nicht gönnt. Und am Schluss stehen wir in dem Stadion, alle tanzen auf das Ding ab und wir sagen, es ist wahnsinnig, wie sie das wieder angebracht haben. Oder? Das ist natürlich halt auch der Fußball. Schaut man so Matchen? Ja, sicher. Wo ist man in Schweiz? Hilft man dir am Schweizer Club? Ja, auf jeden Fall. Es nützt dir allen. Das ist es, ja. Von den Koeffizienten. Hat man alles richtig gemacht, dass man zum Beispiel Niten zurückgeholt hat? Und auch jetzt. Oh, mein Lieblingsstichwort. Also, das ist jetzt für mich einfach ein Spieler, das ist kein Spieler vom FCB. Finde ich den Iten. Ah!
Das war ein bisschen eine verunglückte Aktion von Marco Streller. Das nimmt er auch ein bisschen auf seine Kappe. Es ist ein Hin und Her. Man kann nicht an einem Spieler sagen, im Juli, du längst nicht für die Mannschaft. Du gehst jetzt mal besser auf Luzern. Und im September steht man an und sagt, das ist genau der Spieler, der uns im Sturm noch fehlt. Das kann man nicht machen. Also das finde ich, das ist unglücklich. Das weiss der Strelli auch. Und mittlerweile weiss es auch der Iten. Also er ist jetzt halt nicht mehr so happy. Er hat gehofft, dass er mehr spielt, oder? Und jetzt hat er halt Konkurrenz vor der Nase. Er hat den Oberlin vor der Nase, er hat den Albi vor der Nase, der Aieti am Samstag. Und jetzt kommt noch der Van Wolfswinkel dann wieder retour. Und da wird man vermutlich, vielleicht schon im Winter, wieder eine Lösung wieder an ein Ding. Natürlich sagt der Strelli, der soll jetzt mal den Konkurrenzkampf annehmen. Und ich habe früher auch den Rossi und den Kimmen jetzt vor der Nase gehabt. Klar, das muss auch so sein bei Basel. Ist ja richtig so. Aber ich finde auch, der Iten ist ja kein Stammkraft in Luzern. Wie soll er denn bei Basel Stammkraft sein? Das geht in meinen Augen nicht auf. Dann macht man ihm keinen Gefallen. Finde ich meine Meinung. Er schaut nicht so entsetzt. Also, ihr habt ja die gleiche Meinung. Ihr traut es euch einfach nicht zu sagen. Ist okay. Gut. Wir bleiben thematisch beim Cedric Itinen. Den Mann dürfen nämlich begleiten. Wir haben so einen Exkurs gemacht in seiner Vergangenheit. In der Rubrik Starttaxi hier. Ganz kleinen Ausschnitt mit dem Cedric Itinen, der vielleicht nicht mehr lange zu Basel ist. Willkommen zurück. Dankeschön. Wo darf ich dich anbringen? Die Jacke natürlich. Gerne. Warum tragen viele Fußballer die gleichen Jeans? Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Aber Discord ist die Marke, die unter den Fußballern ein bisschen angesagt ist. Und ja, also ich persönlich finde die Qualität sehr gut. Sie hebt sehr gut, also wenn das wäscht, ist sie wie neu. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso viele Fußballer das wahrscheinlich tragen. Das ganze Starttaxi von Cedric Itinen, was sich der Marcel Lohr heute Abend noch anschauen wird. Auf der Helfer. Habe ich wieder etwas gesagt. Auf welovefootball.ch. Wenn man Journalisten. Lies ich, was man über dich schreibt? Ja, ich lese es schon, ja. Und? Wenn du das über dich würdest lesen, was denkst du über so eine Schule? Komm, mit dem muss man umgehen als Fußballer. Aber wir lesen es gleich. Und vielleicht tut man gleich den oder anderen Gedanken darüber machen. Weil irgendetwas muss ich da dran sein. Ich will mich auch gerne an ein Besseres belehren. Also wenn jetzt der nächste Match so tolle Goals schießt wie in Luzern, hat er eine riesige Kiste geschossen in Luzern, technisch hat er das brillant gemacht, dann kann man vielleicht auch zum Schluss kommen. Jetzt hat er den Konkurrenzkampf angenommen. Also jetzt das hat er einen Schritt gemacht. Das 2-1, glaube ich, 3-1. Das war ein entscheidendes Goal. Rechts angenommen. Und was er hat ein physisches Element, hat er natürlich, das der ein oder andere Trainer noch gerne hat, wenn man das hat. Oder? Aber wenn sie es nicht schön reden, also es ist schwierig für ihn. Bleib dabei. Als der Delegat ist gegangen zu Basel, hat man natürlich schnell mal gehört, im Winter holen wir eine richtige Bombe. Dann hast du mal hier gesagt, ein Umdenken findet ein statt. Man braucht vielleicht gar nicht einen Ersatz. Braucht der FC Basel also einen vom Format Delgado, den sie im Winter holen? Ja, ich denke schon. Weil, ich glaube, der FC Basel, wo sie im Moment stehen, ist, sicher nicht, ist ihnen sicher nicht gerade allzu recht. Schlussendlich. Sie wollen nicht Zweiter, sie wollen Erster sein. Und ich glaube, sie werden in Zukunft international mitreden und in der Meisterschaft wieder so eine Dominanz erlangen. Und darum denke ich, dass sicher ein Delgado-Typ ihnen sicher sehr gut tut. Ein Lidro. Meine Prognose ist, sie holen den Campo von Lausanne zurück. Da ist der Vertrag schon vorbereitet. Und sie holen den Fabian Frey zurück aus Mainz. Das ist der neue Captain. Das ist meine Prognose. Der Fabian Frey. Im Winter? Ja. Weil der Fabi Frey ist einfach in Mainz ein bisschen an einem toten Punkt. Er hat jetzt 2,5 Jahre gemacht, kommt nicht weiter. Und er wäre der ideale Captain, weil der FCB hat jetzt mit dem Marek Suchi, das sage ich auch ganz ehrlich, in meinen Augen, ist ein toller Mensch. Ich mag den wahnsinnig gut. Für mich ist er ein schwacher Captain. Er schwätzt kein Deutsch oder nur sehr wenig Deutsch. Er ist nicht die Identifikationsfigur. Er ist ein guter Verteidiger, ein sehr guter Verteidiger. Aber sie brauchen dort etwas Neues. Ich finde, es wäre gut. Und der Fabi Frey, ich glaube, das wäre für ihn eine Rolle, die er nochmal könnte. Erwartest ist das von der Captain? Ja. Dass er Deutsch kann oder Französisch kann, jetzt hören, muss das ein Captain können? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht gerade fließend, aber er sollte sicher einigermaßen können. Was muss er sonst noch mitbringen?
sicher Leader-Typ. Er muss die Mannschaft können mitreißen. Und so ist ja so ein bisschen das. Was eben Fabi Frey wahrscheinlich würde. Aber, ich denke es. Aber so der Mann wie der Serie D in der Champions League, der ein Spiel rausreisst, der einfach nicht der Chef auf dem Platz ist, fehlt mir das ein bisschen? Nein, nicht unbedingt. Also ich finde, jetzt gerade auf dem 6. dort haben sie mit einem Tauland Xhaka und mit einem Luca Zuffi zwei überragende Spieler. Zuffi, Xhaka hat eine riesige Chance in Klasse besser spielt. Der Luca Zuffi ist also so etwas von konstant auf diesem Niveau. Und wenn sie mit 3-4-3 spielen... Wobei, du hast noch kritisiert. Absolut. Rückrunde ist noch nicht mehr da. Natürlich, nicht so gut, aber jetzt ist er wirklich wieder stark. Und stehende Bälle hat er einen Faktor, oder? Macht er hervorragend. Und wenn der Trainer, der Raffi, 3-4-3 spielt, mit den drei Schnellen vorne, so wie er es jetzt will, der schnelle Umschaltfußball, dann brauchst du kein Delgado mehr. Du brauchst es eigentlich gar nicht, oder? Du kannst das Geld wie sparen. Aber ich denke, vom Typ her, von der Persönlichkeit her, sehe ich dich, Fabi Frey. Sie sagen, der Gampo ist einer der technisch besten Mittelfeldspieler der ganzen Superliga. Gampo profitiert vom Abgang Custodio. Du ist das? Gut, also, das ist immer so es geht immer eine Tür auf. Aber er hat sicher enorme Qualität und er ist schon ein klassischer Zehner. Also von dem her ja, würde er sicher gut passen. Ja. Verlorene Sohn, oder? Ja, auch wieder einer von denen. Von denen hat sie so viel mitleiden, oder? Hat er gehört, er redet nicht über den Trainer? Oder er sagt nicht der Vicky, er sagt der Raffi? Sagen mal die Raffi. Ja, mit die Liebe. Eben weil er sich so näher gibt, wie du ja gerade ja, gesagt also ich finde es einfach toll, wenn er den Weg, den er geht. Ich habe jetzt schon von verschiedenen Leuten gehört, die zu mir sagen, er ist das grösste Trainertalent, das wir in der Schweiz haben, mit 40. Bam, gut. Also, ich meine, das ist seine erste Saison, wenn er sich gibt, mit dem Druck, wo er ausgesetzt ist in Basel. Der Vorgänger holt das Double, oder? Jetzt ist er gerade in der Champions League und so weiter. Ich finde, wenn er es macht, wenn er an die Sachen geht, wenn er mit den Leuten umgeht, wenn er mit den Spielern umgeht, wenn er mit seinem Staff umgeht, finde ich ganz toll. Und da ziehe ich den Hut. Ich finde das grossartig. Bist du gleicher Meinung, Lupo? Ja. Nein, der Raffi, ich glaube, für das, dass er so wirklich unerfahren quasi ins kalte Wasser geworfen ist, was ich gross an wirklich gross finde, jede, die sie auch verloren haben und jede schwierige Situation, Gott vertell, ist immer da gestanden. Ein Fernseher und, er ist immer da gewesen. Das hilft dem auch. Ja, aber was soll das sonst? Nein, es gibt einen anderen. Also, du gehst auch nach einer Niederlage, wenn das Fernsehen sagt, wir uns Inter mit dir, dann gehst du her. Das ist doch einfach dein Job, oder? Ja gut, aber er muss natürlich dann schon nicht ganz gleich. Ja, aber gleich. Trotzdem, dass er so ein junger Trainer ist, finde er ist extrem authentisch und er bleibt sich. Und er wirkt schon recht abgeklärt. Und er hat einfach schon viel gesehen auf der Welt. Also er hat einmal in Amerika gespielt, er hat in Madrid gespielt. Und das merkst du. Riesenkarriere. Aber dann in der Bundesliga, wo ein Medieninteresse oder im HSV, wo schnell mal Lampe ist, also der wirft auch nicht so schnell etwas um. Nein, zu viel hat er gelernt. Und ich kann euch sagen, und was er macht, er geht an einem freien Tag, er wohnt im Gundelitz Basel, er fährt mit dem Velo durch die Stadt. Er winkt den Leuten, winken, er geht in einen Kaffee und dann kommt seine Mutter dazu, dann trinkt also wie der Sosa dann zum Mal, oder? Er ist volksnah. Er ist Sosa, genau. Ja, der war ein bisschen weiter weg. Er ist volksnah und man kann zu ihm gut hin. Und das finde ich toll. Und wenn er sagt, zum Beispiel, du, das sind meine Eltern, aber du uns jetzt bitte nicht gerade stören, weil wir jetzt gerade etwas besprechen sollen, dann gehen alle Journalisten ein paar Meter zurück und warten. Das ist doch wunderbar. Ganz normal. Einfach wie erwachsene Leute, oder? Andere, die dann ihre Leute abschirmen und dürfen ja nicht. Und er macht das einfach unkompliziert auf eine tolle Art. Einfach auf eine gute Art. Und wenn er. Ja. Aber es kann sein, dass er nicht Meister wird. Das ist absolut möglich. Und dann wird auch er den Druck spüren. Von allen Seiten. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Und dass sie nicht Meister vielleicht werden, ist ja Lausanne vielleicht beteiligt. Das nächste Spiel, das du hoffentlich wieder kannst spielen. Wie wird es der Celestini euch vorbereiten gegen den übermächtigen Gegner? Das ist übrigens der Ricky van Wolfsbrunckel, der immer noch der Topscorer ist, ob schon eine Woche lang schon fehlt. Spielt zu null. Sie sind ein bisschen besser. Marktwert, das ist der Marktwert in Tabellenrang. Da seid ihr auf dem letzten Platz. Und seid aber in der sportlichen Tabelle auf dem 6. Platz. Am meisten Gegengol kommen wir rüber zwischen der 16. und der 30. und passen zwischen der 76. und der 90. Wie tut der Celestini eure Mannschaft vorbereitet auf FC Basel? Ja, wird ihm wichtig sein? Ja, ich denke ähnlich wie Zürich. Ich meine, Basel ist mittlerweile voller Selbstvertrauen. Sicher anders als das letzte Mal, als wir gesehen haben. Sie waren in einer inkonstanten Phase. Also zuerst. Aber zuerst sicher defensiv solid und nichts anbrennen. Und dann gegen vorne sicher auch Nadelstich setzen. Und der Raffi wird das auch wissen? Definitiv. Was los an so wird anfangen?
Wir haben genug grossen Stoff, die 4-5 Leute. Die werden bis ins Alle, der letzte Detail werden sie. Oh, gegen Lausanne ist natürlich nicht, also ist nicht ein Match wie da. Gegen die haben sie natürlich jetzt noch. Eben, wo du nur ganz kurz sagst, eben, wie mit diesen schnellen Stürmern und mit dem Spiel. Ja. Aber ich sage dir gleich, ein Delgado-Typ fehlt. Weil, wenn du gegen Basel spielst, gibt es viele Mannschaften, die hinten zumachen. Und dann brauchst du genau eine Idee, die Delgado gebracht hat. Weil die schneller bringen, gut, eins gegen eins außen vielleicht. Dort fehlt es manchmal ein bisschen. Dort, oder kreativ, genau. Die Kreativität. Oder mal einen direkten Fresh oder da, der Zuffi hast du auch den Luca. Klar. Aber das ist genau das, was vielleicht dann noch zusätzlich bei so einem Spiel, wo er weiss, Jungs, Geduld und Lösungen. Also Achtung, beste Match, das beste Beispiel, letzter Grund, GC FCB 0-0. Der Muri hat hinten zugemacht. Ja. Spielerische Lösung findest. Und dann, genau. Und dann dort Basel, fehlt dann Delgado. Und wenn die schnellen Stürmer nicht den Raum haben, wo sie rein können, dann wird es schwierig. Dann kommt aus dem Mittelfeld dann schon nicht so viel. Gut, dann hat der Hakan natürlich auf der Bank gedacht, zu einem wie ich. Wüsste es jetzt auch. Aber dort war ja der Beste. Der Hakan war der Beste. Absolut. Der Haki hätte genau so durch so eine Mauer durchbrechen, oder? Das hätte er dann können mit seinen Pässen oder mit seinen Ideen. Ich hätte selber nicht gewusst, ab und zu, warum er drin gespielt hat. Aber so, genial. Wir machen schnell kurze Pause und dann spielen wir miteinander. Der Lupo freut sich schon, weil er wieder als Verlierer wird vom Platz gehen. Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt das Grosse auch? Truth or Lie. Liga Truth or Lie. In diesem Business wird natürlich gelogen wie... Oh. So. Wir können Fragen... Wir zwei sind das Team. Ja. Wir zwei sind das Team. Wir können Fragen über die Behauptung über. Wir müssen entscheiden, stimmt die Behauptung oder nicht. Wir müssen möglichst gleichzeitig Antwort geben. Nicht, dass man da bescheisst. Wir tun hier... So. Daumen? Ist das ein Daumen gewesen, oder was? Die erste Frage. Ah, gut. Also. Die erste Frage geht folgendermaßen. Im Alter von 17 Jahren wird der Eidur Gudjonsson in der isländischen Nationalmannschaft für seinen Onkel Arnór eingewechselt. Joel, wir müssen. Das ist nicht so einfach. Das ist auch eine Frage. 3, 2, 1. Ja. 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 Willst du sagen, ja? Weiß, ja, Falsch. Er ist bisher der einzige Fußballspieler, der für einen eigenen Vater eingewechselt wurde. Für einen Onkel. Zusammen gespielt haben sie noch nie. Gut. Man muss lesen, gell? Okay, ja. No, no. Dem 22 soll ja Katarstadt finden, das grösste WM-Stadion soll in Lusail stehen. Diese Stadt existiert noch gar nicht. Müsst ihr nicht uns abschauen? Nie gehört. Ja, nicht. Gut, die sind zu. Nein, das kann nicht sein. Genau. Zeig du. 3, 2, 1. Zeigen. Oh, was müssen wir machen? Zeigen. Oh, was machen wir? Ist egal. Stimmt nicht. Also in 5 Jahren, jeder weiß alles. Richtig. Lausanne ist ein Urbansanierungsprojekt entlang von der Ostküste. Lange bei denen. Lange okay. Bei denen. Gut. Die machen dann 8 und fertig los. Er ist noch. Hier für Revierderby am Samstag ist der torreichste Unentschieden in der Geschichte der Bundesliga. Revierderby. Das Revierderby, hä? 3, 2, 1. Achso, ja, dann sag du ja. Nein, er weiß. Hat sicher schon höher gegeben. Ja. Sagst du? Sagen wir? Oh nein. Ja. Ich hat, 45. Falsch, es gibt zwei Partien: Schalke, Bayern, 73, Frankfurt, Stuttgart, 74. Ja. 5-5, verstehst du? Ich weiß jetzt noch nicht, Torschütze, aber lassen wir das. Wow. Die kleinste Fußballliga der Welt besteht aus zwei Mannschaften, also wie die Superliga. Das ist ein bisschen sorry, Joel. Ah, ja, das ist auf dem Silbertablett. Was sagen wir? Was würdest du sagen? Was ich würde sagen. Spontan würde ich Nein sagen. Also, ist doch kein Meister schon. Gut. 3, 2, 1. Nein. Nein. Also, nein, nicht mit 2 kannst du keine. Schau, die ist so absurd. Ja. Stimmt ja, ja. Sicher. Wer hat denn die Frage? Das stimmt! Auf der britischen Insel Scilly Island kämpfen die beiden Mannschaften, Garrison Gunners und Woolpack Wanderers, in 16 Spieltagen um die Bitte. Nein, nicht gewusst. Und gegen wen spielt er nächste Woche? Und ja, gegen die Wanderers. Und über noch gewonnen? Eigentlich die Woche, aber Mittwoch gegen die Wanderers. Okay. Okay, gut. Das ist eine der Champions League immer. Michi Lang trifft im Schnitt
in jeder dritten Partie gegen seinen Lieblingsgegner FC Luzern. Ah, das weiss der Dor sicher. Trifft im Schnitt in jeder dritten Partie gegen. Ja, ja so viel gemacht. Ja. Würdest du sagen? Gegen Luzern, jeder dritte, ja doch. Ist das nur mit Basel mit GC oder? Ja. Sehe doch nicht. Ja, 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 ja. Was sagst du? Was sagen wir? Ja. Ah, den haben wir schon gewonnen. Stimmt, die 30 Spiele hat er gegen die Innerschweizer 19 Mal geschossen. Ja. Wow. Michi Lang ist schon ein Feier. Sind wir dem blöden Luseil gescheitert? Ja, jetzt wegen dem Luseil. Michi Lang ist schon. Übrigens, wir sind Gewinner. Ja, gut. Lupo habe ich es nicht gesagt. Ich bin schlechter Verlierer. Das stimmt. Interessant war, aber diesmal ist es interessant. Du, ja. Michi Lang im Winter weg. Entschuldigung? Michi Lang im Winter weg. Ja, also ich habe gesagt, wenn er jetzt kein gutes Angebot kriegt aus einem grösseren Club, wenn denn, er spielt wirklich eine ganz tolle Saison. Rechts aussehen, das ist toll. Aber er sagt ja selber, es muss etwas kommen, das grösser ist als FCB. Und so. Aber ich denke schon. Ich höre Produzenten immer, Spielplan, Spielplan! Ja. Wir machen den Spielplan. Los gegen Basel, 2-1. Jemand Einwand? Ja, 1-1. Luzern Sio. Keller Lupo. 1-2. Glaube ich auch. GC Lugano, Marcel? Ja, der Muri geht daheim. Ja, 1-0. Hast du das Wochenende gedacht? Thun Ibe. Schwierig, Thun 10 Verletzte. Die Ex-Club 10 Verletzte. Schon als 10 Verletzte. Ja, IB. IB macht es. 0-2. 10 Verletzte ist schon ein bisschen viel. He? 10 Verletzte? Ja, das ist viel. 10 Verletzte. Aus St. Gall FCZ? St. Gall FCZ? Oder wie? Unentschieden. Nein. St. Gall gewinnt. Unentschieden. So, jetzt müssen wir schauen, dass das Lein gegen Basel. Unbedingt. Adduktoren, die leichte Zerrung. Ja, von morgen bis am Abend, Therapie, Physio, Ultraschall, alles. Alles auf dem Programm, alles dafür. Alles, was hergeht. Was bist du pro Tag? Wie lange bist du dran, so Physiotherapie? Ja, eine Stunde. Eine Stunde? Am Samstag ist der Match, am Sonntag. Aber Samstag. Nein, morgen Nachmittag, daheim, pflegen. Ja. Also, wir drücken den Daumen schon, dass es reicht. Merci vielmals, bist du da. Überragender Sieg im Fussel-Leihspiel. Wir haben sie vernichtet. In der Stadt in Katar. Mit 1-0 haben wir. Das hat er ja gewusst, oder? Hey, Marcel, herzlichen Dank. Merci auch. Schauen wir mal, ob das mit der grossen Liebe mit dem Raffi weitergeht. Wie ist der Ende Saison? Lupo, herzlichen Dank. Gern geschehen. Immer wieder. Wie läuft jetzt die Winterpause bei Dölemo? Ein ruhig. Ganz ruhig. Wir gehört im Welt, ist man halt ein bisschen anders. Vielleicht fangen wir im Januar an mit der Vorbereitung. Fangen wir schön an. Sonst ist der Februar mit der Vorbereitung an. Also, Lupo, merci vielmals. Danke. Euch herzlichen Dank für das Interesse. Mehr von uns auf willafootball.ch oder auf sportalhd.com. Schönen Montagabend, gute Woche, bis gleich. Ciao. The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love